85. 86. Alex, übertreib nicht. Wir sind bei 3, 4. Moin und herzlich willkommen in unserem Gym im Hamburger Office. Fitnessstudio im Büro. Ja, haben wir wirklich. Aber wir sind hier nicht zum Spaß, sondern wir wollen euch eine Frage beantworten. Und zwar, wie haltet ihr euch eigentlich bei Google Fit? Ein Mann, der weiß die Antwort auf diese Frage am besten, das ist Mathis, unser Fitnesscoach. Der ist hier zuständig für gesundes Arbeiten im Office. Erzähl doch mal, warum gibt es eigentlich ein Gym? Ja, das Programm hier heißt GFIT. Gym gibt es in allen größeren Büros auf der ganzen Welt bei Google. Und wir versuchen, einen Ausgleich zu schaffen für den bewegungsarmen und teilweise auch stressigen Alltag der Leute. Wenn ich mir jetzt hier umschaue, so von den Geräten her, ist das jetzt nicht so wie so ein standardmäßiges Gym. Was hat es damit auf sich? Wir brauchen hier relativ viel Platz, weil wir viel in kleinen Gruppen arbeiten. Genauso wie die Googler hier in Teams arbeiten, versuchen wir das im Sport auch so umzusetzen. Arbeiten mit vielen freien Übungen, Hanteln, die ihr hier sehen könnt. Wir haben neben dem Gym aber auch noch weitere Angebote, das heißt Fußball, Yoga oder auch Boxen. Und wenn jetzt jemand so neu mit dazukommt, ich zum Beispiel, was würdest du mir empfehlen? Es kommt sehr darauf an, wie viel Zeit du hast und auch wie der Leistungsstand ist. Grundsätzlich haben wir in unseren Trainings verschiedene Einheiten. Entsprechend auch eine Einheit für Beginner, wo du ohne weiteres jederzeit mit einsteigen kannst. Dann lass uns mal eine Runde trainieren, oder? Los geht's. Geil. Das Training wird hier auch super angenommen, wie ihr vielleicht auch seht und hört. Und das beste Beispiel sind auch meine beiden Kolleginnen Sabrina und Judith. Erzählt doch mal, warum ist GFIT so wichtig für euch? Ich bin in erster Linie Läuferin, die gern draußen läuft. Allerdings bieten die vielen Kurse hier eine so wertvolle Abwechslung und Ergänzung zum Lauftraining. Da bin ich sehr, sehr froh, dass es das Gym hier gibt. Bei mir ist es hauptsächlich der Ausgleich zum Job, weil der schon hin und wieder ganz stressig sein kann. Und dann gehe ich hier gern hin, um abzuschalten und mich einfach auszupowern. Und was genau trainiert ihr dann hier? Ich mache viel funktionelles Training für Kraft, Stabi, Mobilität. Power mich aber auch total gern beim Boxen aus und bin beim Yoga dabei. Also das Rundum-Sorglos-Paket. Ich bin immer hier morgens beim Wake-up-Call. Und da geht es halt so um generelle Fitness und um die Haltung, weil man ja einfach schon viel am Schreibtisch sitzt. Und wie oft schafft ihr es so in der Arbeitszeit mal vorbeizukommen und zu trainieren? Ja, in der Arbeitszeit schaffe ich es leider nicht so häufig. Ich bin dann eher morgens da vor der Arbeitszeit oder abends gehe ich dann zum Yoga. Ich versuche das Angebot täglich wahrzunehmen, meist in der Mittagspause. Ansonsten notiere ich die Kurse in meinem Kalender, den meine Kollegen auch einsehen können. Und wichtige Arbeitsmeetings haben natürlich immer Vorrang. Und wenn irgendwas Wichtiges ansteht, dann hole ich das Training später am Tag nach. Ja, zu einem ausgewogenen Training gehört natürlich auch die richtige Ernährung. Und deswegen sind Mathis und ich auch gerade in der Kantine unterwegs, im Freihafen. Mathis, sag mal, worauf muss ich denn achten? Ja, am wichtigsten ist es für dich, eine Ernährungsform zu finden, die zu dir passt. Das heißt, sollte nachhaltig sein und für dich auch über einen längeren Zeitraum durchführbar sein. Und am Ende auch Spaß machen, also es sollte dir auch schmecken. Wichtig ist, dass du möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu dir nimmst. Viel Obst und Gemüse, also sehr bunt. Wir empfehlen ungefähr 6 bis 8 Portionen Gemüse und Obst am Tag, viel Wasser und eine gute Proteinquelle. Wie ihr sehen könnt, haben wir bei Google die besten Voraussetzungen dafür. Gut, wir wissen ja, dass jetzt nicht jeder von euch ein eigenes Gym am Arbeitsplatz hat, aber damit ihr euch auch fit im Büro halten könnt, hat Mathis jetzt noch 3 Tipps für euch. Ob Fitnessstudio oder nicht, wichtig ist Bewegung. Einfach alle 30 bis 45 Minuten eine kleine Bewegungspause machen, aufstehen, Arbeitsposition verlassen, wieder zurück zum Arbeitsplatz. Steigert unter anderem auch die Arbeitseffizienz. Wählt unterschiedliche Arbeitspositionen. Es gibt nicht die ideale Arbeitsposition. Also sitzend, stehend, kniend, gern mal Abwechslung. Und wenn ihr immer Feierabend habt, gerne mit Kollegen und Freunden verabreden. Verbindlichkeiten sind super Mittel, um regelmäßig Sport zu treiben. Im Büro findet ihr mit Sicherheit Leute, die mit euch zum Sport gehen. So, das war's auch schon wieder. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und freut euch auf neue Videos. 78. 79. Alex, ernsthaft? War das realistisch? Warum?
Ich war gerade bereit. Oh Mann! Gerne mit Freunden oder Kollegen. Kollega. Von Kollega kommt das. Mich auszupowern und einfach. Mich auszupowern. Weil es echt ist. Okay. Laufstützen.